Schnell in Deckung gehen. Ich dachte, geht schon gar nicht mehr auf. Wertungsbericht. Alma Wade. Bewertung. Alter der Probanden 7 Jahre, eingereicht von Charles Habiger. Das ist also schon 12 Jahre her. Letzten Oktober hat die Probandin eine Entwicklung von regelmäßigen Albträumen zu periodischen Halluzinationen und lähmende empathischen Episoden gemacht. Sie ist äußerst empfindlich für emotionale Spannungen in ihrer Umgebung und wird in der Gegenwart von Wut nahezu katatonisch vor Angst besonders. Hä? In ihrer Umgebung und... Hey, jetzt bin ich ganz durcheinander. Sie ist äußerst empfänglich für emotionale Spannungen in ihrer Umgebung und wird in der Gegenwart von Wut nahezu katatonisch vor Angst, besonders wenn es sich um ihren Vater handelt. Projekt Origin. Was ist mir denn gerade so emotional? Hier mehr war hier nicht. Uah! Da steht sie nicht. Habe ich immer die Taschenlampe an? Beckett, hier drüben! Ah, endlich, wir sind im Labor. Hallo, Stokes! Ich bin froh, dich zu sehen. Ich auch. Also, ich habe was erlebt. Doch, das wird ihn doch wohl nicht sterilisieren oder so. Das wäre die letzte meiner Sorgen. Stillhalten. Dauert nicht lang. Runter! Oh. Nein. Uns bleibt keine Wahl. Nein, lass mich hier alleine. Geh nochmal zurück, vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ah, aber wie denn? Geht nicht. Alma? Ja, was ist jetzt? Da schaukelt ein Mädchen. Jetzt? Schaukelt da immer noch ein Mädchen. Das ist Alma. Wie du findest mich. Guten Morgen, Herzchen. Sie gehören zum Projekt Habiger. Warum sonst sollte Aristid sie hierher bringen? Kommander, wir laden sie auf den Weg zum Haupteingang. Verstanden? Ich komme. Sie darf nicht entkommen. Samyot, beende das hier. Der Lutscher geht nur zu.
werde nicht sterben. Hast du nicht zu bieten oder was? Oh. Ich lebe. Hast du richtig geraten. Dass hinter mir noch welche sind. Na los, zeig dich. Mein Kopf tut so weh. Treppe nehmen. THK-Überblick. Die telästhetische Anpassungskammer THK ist ein unverzichtbarer Teil des Harbinger Konversionsprozesses. Mithilfe von Dioden, die in Aktivierungsprozess implantiert werden, kann in der THK das telästhetische Signal des Kandidaten moduliert und so eine vorgegebene Zielfrequenz angepasst werden. Die Anstellungsdaten werden zudem zur Verstärkung des telepathischen Signals gebraucht, bei dem die telepathische Reichweite und Intensität des Kandidaten erhöht wird. Also haben die das jetzt noch verbessert? Nein, ich finde Aristide nicht. Sie muss panisch geflohen sein. Halt Ausschau nach ihr. Sie muss es also gerade schlagartig verbessert haben, irgendwie. So. Feuertür. Ein American-Team für verdeckte Operationen hat sie von Lieutenant Stokes getrennt, wurde aber auf unerklärliche Weise ausgelöscht. In dem Chaos hat Lieutenant Stokes Genevieve Aristide aus den Augen verloren und versucht nun sie wieder aufzuspüren. Derweil suchen sie nach einem anderen Weg. Jemand mit dem Decknamen, Snickfist, hat ihm geholfen, doch seine Motive sind unklar. Jemand da? Nächster Granatentyp. Wir springen den ganzen verdammten Laden. Brandgranaten. Schau, was da war. Ja, guck mal, können wir gucken. Sunny! Achtung, Granate! Bam, bam! Nachladen, ist wichtig.
Bam. Okay. Der ist schon tot. Oh. Da kam jemand im Fahrstuhl. Mann. Munition. Danke, danke. Bob, ist hier noch was? Bob. Medikit voll. Wenn ich es mal verbrauchen könnte. Hab ich mir das so gut. Die sind besser, die Granaten. Granate! Er lebt ja noch. Ach da. Mann. Heute ist nicht so mein Tag. Pistole voll, Hinweis. Räumungsplan. Räumkommandos. Ladungen dürfen nur entsprechend dem Aufräumen- und Zeitplan platziert oder scharf gemacht werden. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig! Die korrekte Positionierung jeder einzelnen Ladung ist notwendig, um den Zusammenbruch der tragenden Strukturen zu garantieren. Auch die Zündverzögerungen wurden sorgfältig berechnet, um Luftüberdruck zu minimieren und die Zersplitterung der Trümmer zu erhöhen. Teams, denen abweichend vom Plan nachgewiesen wird, werden gekündigt. Ich benutze die nicht. Nur im Notfall. Okay, weiter. Was ist das? Hier ist kein Zugang. Nehmen wir mal den Fahrstuhl. Falls ich den nicht gerade kaputt gemacht habe. Er funktioniert. Verdammt, was machen Sie noch hier drin? Die jagen den Laden gleich in die Luft. Ah, Snakefist. Ich habe mich schon gefragt, wann wir uns wiedersehen. Warum helfen Sie uns? Weil ich weiß, dass wir alle sterben, wenn Sergeant Beckett stirbt. Das hat mit Projekt Harbinger zu tun. Erkläre ich später. Bewegung. Hoffentlich. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Verschwinden Sie aus dem Gebäude, bevor es gesprengt wird. Ich habe gleich so, glaube ich, wieder, kommt da wieder so eine Counter-Uhr oder so. Ach, da war ich vorhin. Aber warum sterben alle, wenn ich sterbe? Auf keinen Fall.
zeig deine Fresse. Nein! Da ist eine Tür. Wieder durch so einen Lüftungsschacht. Fox hier. Hier ist keiner zu sehen. Ich gehe zur Radiologie. Hier stimmt was nicht.